Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Haul. Ich habe bei Notino online bestellt. Und zwar gibt es dort die Marke Dermacool. Und ich wollte da letztes Jahr schon bestellen. Habe es dann aber gelassen, weil ich noch so viel da hatte und ich einfach auch nicht so viel Geld übrig hatte zu dem Zeitpunkt, als ich bestellen wollte. Jetzt hatte ich aber auch so ein bisschen Rücklage und deswegen dachte ich mir, okay, machst jetzt mal eine Bestellung dort bei Notino. Und zwar, wie gesagt, hauptsächlich wegen der Marke oder nur wegen der Marke Dermacool. Das ist eine Marke, die kommt ursprünglich aus Tschechien und die wird bei Notino halt ganz einfach in Deutschland dann auch vertrieben. Kann man ganz normal dort eben kaufen. Und da gibt es ganz, ganz viele Duftrichtungen. Ich glaube 12, wenn ich mich nicht vertan habe, sind es 12 Duftrichtungen, die es dort gibt. Von ein paar Duftrichtungen gibt es auch, also von der normalen Reihe, sag ich mal, von der Aroma-Ritual-Reihe. Es gibt auch noch andere Reihen, die sind dann aber auch ein bisschen teurer und die haben dann eher so ein bisschen blumigere Düfte in den Serien drin. Die Reihe, die ich jetzt so gekauft habe, die Aroma-Ritual-Reihe, ist eher so ein bisschen fruchtiger und spezieller vom Duft her. Und ich werde euch natürlich die Preise immer auch einblenden und ich denke, ich habe jetzt genug geschnattert. Jetzt geht's los. Zu allem habe ich hier so ein bisschen so 4 Duftrichtungen, wo ich mir überhaupt nicht sicher war, ob es mir gefallen wird. Und zwar zu einem die Duftrichtung mit Grape and Lime, also Traube und Limette. Da dachte ich hier mir so, Traube, das so mir gefällt vom Duft her. Aber ich muss sagen, es riecht wirklich sehr, sehr schön. Man riecht wirklich so das Traubenmäßige raus. Es riecht so ein bisschen wie Traubensaft mit so einem Schuss, ja, Limette, mit so ein bisschen was Zitrischem noch dabei. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, kommt eben aus Tschechien oder wird dort hergestellt. Einmal das. Ich wollte dann auch gerne noch eine Seife testen und habe mir von derselben Duftrichtung die Aroma Ritual Handseife mitgenommen aus der Trauben- und Limettenreihe. Und auch die spricht mich auf jeden Fall sehr an. Wie gesagt, riecht alles sehr gut und die haben halt so extrem krasse Farben. Also die ist jetzt so richtig schön. Ich denke, man kann sie oben ganz gut erkennen. So richtig schön dunkelblau. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Einmal die Variante Green Tea und Opunita. Opunita, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Könnte hier so eine Art Drachenfrucht sein eventuell. Da war ich nicht sicher, ob es mir gefallen wegen dem grünen Tee. Und ich wusste halt auch nicht wirklich, nach was es tatsächlich riechen soll. Und habe es dann einfach mal mitbestellt, weil ich halt alle Sorten mal durchtesten wollte. Weil die Produkte sollen wirklich, wirklich gut sein. Und das, finde ich, riecht sehr frisch. Also sehr frisch und sauber. Bisschen leicht süßlich. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und auch das werde ich definitiv dann testen. Dann einmal die Duftrichtung Fresh Watermelon. Da war ich mir halt nicht sicher, ob das jetzt sowas für mich ist. Weil Wassermelone mag ich ja schon ganz gern. Aber halt nicht immer. Und es muss halt ein schöner, angenehmer Wassermelonenduft sein. Und ich habe das jetzt einfach mal gekauft. Wie gesagt, ich wollte alle Duftrichtungen durchtesten. Und ich dachte, so ein Duschgel kriegst du am ersten noch irgendwie los. Und habe es mir dann einfach gekauft und das riecht auch super. Ja, es riecht sehr süß, sehr, sehr süß auf jeden Fall. Aber gleichzeitig auch super angenehm. Also ich mag es sehr, sehr gern tatsächlich. Und ja, habe mir das einmal gekauft. Da war ich mir, wie gesagt, auch nicht so sicher. Und dann auch noch eine Variante, wo ich mir nicht ganz so sicher war, ob es mir gut gefällt, ist die Variante Pomegranate Power. Weil Granatapfelduft, entweder liebe ich ihn oder ich mag ihn gar nicht. Und ich mag ja dieses Balea-Granatapfel-Duft-Duschgel total gern. Habe das ja auch momentan da. Deswegen war ich mir hier auch nicht sicher, ob ich es überhaupt bestellen soll. Aber ich habe es mitbestellt und es riecht sehr schön. Ja, sehr fruchtig, sehr süß, sehr angenehm, nicht zu künstlich. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Dann 3 Duftrichtungen, wo ich mir schon fast dachte, dass sie mir gut gefallen werden. Und zwar zu allem die Variante White Peach, das ist jetzt hier einmal eine Handcreme. Fand ich super interessant. Ich liebe Pfirsichduft und dazu habe ich auch passend das Duschgel mitbestellt. Hier seht ihr dann auch mal den Größenunterschied. Und das ist, glaube ich, das alte Logo und das das neue oder andersrum, ich weiß es nicht. Und ja, die habe ich mir mitgenommen. Riecht auch ultra, ultra toll nach Pfirsich, also gefällt mir richtig gut. Und da durfte eben noch die Handcreme mit, weil ich auch gern die Handcremes testen wollte von der Firma. Dann einmal, ja, so Düfte liebe ich ja, Pink Grapefruit ist halt so ein richtig schöner, zitrischer, angenehmer Duft. Und die Tuben sind auch relativ groß, 250 ml, also auch schöne Größen. Die Sachen sind jeweils nur ein halbes Jahr haltbar, habe ich jetzt gesehen.
Aber ich habe die ja im Dunklen und im Trockenen, deswegen dürfte das mir nicht schlecht werden so schnell. Ja, und auch das riecht halt richtig schön zitrisch und frisch. Und dann einmal die Variante Aprikose und Melone. Das riecht richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht, aber das riecht auch richtig, richtig gut. Das ist jetzt eher so Honig bzw. Gallia-Melone, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Und eben Aprikose. Und das riecht halt auch richtig schön. Ja, schön fruchtig, süßlich. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann habe ich jetzt hier vier Duftrichtungen. Da dachte ich mir beim Bestellen, okay, die werden okay sein. Aber nicht so speziell. Und ich habe eben an allem schon gerochen vor dem Video. Und die vier Duftrichtungen gefallen mir besonders gut. Und zwar zu einem hätte ich nicht gedacht tatsächlich, aber die Variante Black Cherry riecht einfach unglaublich schön nach Kirsche. Also wirklich richtig, richtig gut. Richtig schön fruchtig und richtig intensiv auch. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, das ist einfach ein unglaublich toller Kirschduft. Richtig schön. Also oh, liebe ich, kann ich definitiv empfehlen. Dann die Variante mit Macadamia Trüffel. Dachte ich auch so, ja, Macadamia wird okay sein. Es riecht richtig schön. Das riecht so gut. Und ich liebe ja solche warmen Winterdüfte. Das ist jetzt auch so eine Cremedusche. Und ich finde, das riecht so ein bisschen wie dieses Kneipp-Winterpflege. Ja, das riecht richtig schön. Wie gesagt, nur 6 Monate haltbar, aber es ist ja jetzt schon Mai. Beziehungsweise bis das Video online kommt, ist dann auch Juni. Und dann kann ich das definitiv gut im Winter dann noch verwenden. Also dann noch Oktober, November rum. Dann einmal die Duftvariante Belgian Chocolate, also mit belgischer Schokolade. Und hier ist auch eine Orange mit drin. Und das riecht auch toll. Also ich mag sowas, wie gesagt, super gerne. Und das riecht halt einfach richtig schön schokoladig, aber halt eben auch so orangig. So ein bisschen wie dieses Softcake, also richtig schön. Ich mag die Softcakes nicht vom Geschmack her, weil ich dieses Weiche innen drin nicht mag. Aber als Duschgel finde ich, riecht das richtig schön. Und dann die Variante Apfelzimt. Ja, Apfelzimt durfte auch mit. Mitten im Sommer Apfelzimt und die Apfelzimt-Handcreme wollte ich unbedingt haben. Eben dann für den Winter schon. Und ja, riecht halt richtig schön. Also wirklich richtig nach Apfel und nach Zimt. Man riecht wirklich beides raus. Richtig schön so nach Bratapfel. Mit so einer Zimtkruste. Also richtig, richtig genial. Und das musste einfach mit, weil da konnte ich nicht dran vorbei. An der Apfelzimtreihe konnte ich nicht vorbei. Ich habe erst überlegt, bestellst du jetzt nur so die Sommersorten mit und dann bestellst du nochmal im Herbst-Winter. Aber es sind halt mehr Sommersorten wie Wintersorten und ich will nicht doppelt Versand zahlen. Deswegen habe ich jetzt das alles unter einmal bestellt, damit ich eben auch den Versand sparen kann. Weil so habe ich nämlich den Wert gerade so erreicht gehabt, dass ich keinen Versand bezahlen muss. Und genau das war es auch schon. Also das waren alle Produkte von Dermacol, die ich gekauft habe. Ja, ich wollte einfach unbedingt die Marke mal testen. Wie gesagt, ich wollte schon ein-, zweimal bestellen, habe es dann immer gelassen. Ich dachte, nee, komm, du hast so viel und wenn du es da nicht magst, dann hast du so viel Geld ausgegeben. Wie gesagt, ich hatte jetzt noch Rabattcoupon, meine ich, und eben den Versand gratis. Dann dachte ich, okay, jetzt bestellst du, jetzt probierst die mal aus. Und ich bin wirklich von den Düften auf jeden Fall schon mal super, super angetan und hoffe, dass die auch unter der Dusche dann so toll duften werden. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich schreibe euch wie immer die Preise sowohl ins Bild als auch in die Infobox, falls ihr nochmal genauer nachlesen wollt. Könnt ihr auf jeden Fall gerne auch in die Infobox schauen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!